Hallo zusammen, wir machen heute so ein Brett mit einem wunderschönen Hanfmotiv. Das Besondere, ein Mikrocontroller, der die LEDs steuert. In festgelegten Intervallen dimmt der Controller die LEDs auf und wieder ab. Das spart nicht nur Strom, sondern sieht auch richtig gut aus. Die kleine Powerbank wird induktiv geladen und aktiviert sich selbstständig, wenn das Brett von der Ladestation gehoben wird. Es handelt sich um eine Kundenbestellung. Ich wurde bei Instagram angeschrieben und gefragt, ob man das so herstellen könnte. So, genug erzählt, lasst uns loslegen. Das erste Werkzeug, ein Schaftfräser, 12 mm mit zwei geraden Schneiden. Nachdem alles vermessen und definiert wurde, kann es auch schon losgehen. Viel Spaß! Das zweite Werkzeug, ein 12,7 mm Kugelfräser. Das nächste Werkzeug, ein Abrund- oder Viertelstabfräser mit einem Radius von 6 mm. Für das filigrane Motiv verwende ich einen 4 mm Downcut Schaftfräser. Es ist fertig gefräst und nun wird es noch mit Hartwachsöl versiegelt. In dem Öl sind leichte Pigmente drin, so kommt die Maserung noch besser zur Geltung. Abschließend wird die Gravur mit grünem Epoxy aufgefüllt. Machen wir weiter mit der Unterseite. Zuerst wird die Kante schön angetastet. Und schon kann es mit dem gleichen 12 mm Fräser weitergehen. Die Unterseite ist fertig und nun kann das Ganze mit lebensmittelechtem Öl versiegelt werden. Machen wir weiter mit der Platte für die Rückseite. Zum Einsatz kommt ein 20 mm Schaftfräser, zwei gerade Schneiden. Das letzte Werkzeug, ein 6 mm Zweischneider. Ich muss aber dazu sagen, dass ich inzwischen durch gegen einen Einschneider getauscht habe.
mal weiter mit Elektronik. Doch zuvor muss ich euch mein neuestes Spielzeug zeigen, eine kleine Kamera von der Firma BenQ. Mit der Funkfernbedienung kann man so schön rein- und rauszoomen. Ich muss sagen, ich finde die Haptik wirklich sehr gelungen. Aber okay, machen wir weiter. Zum Einsatz kommen 3 mm LED-Streifen und dafür müssen wir erstmal eine Anschlussleitung legen. Wir müssen an diese kleinen Kontaktflächen kommen. Ich versuche das gerade mal scharf zu kriegen. Irgendwie gelingt mir das nicht ganz so, aber Moment. Mit dieser kleinen Linse kann man da ein bisschen was vergrößern. Und hier sieht man es ganz scharf. Also an diese zwei Kontaktflächen müssen wir kommen. Und man hat es auch schön gesehen, das sind 5 Volt 3 mm LED-Streifen. Die werden jetzt angelötet an die Anschlussleitung und dann kann es auch schon ans Verlegen gehen. Um das Video nicht unnötig in die Länge zu ziehen, überspringe ich die zwei anderen Motive. Kommen wir zum Mikrocontroller. Man kann hier so einen kleinen Aufbau sehen. Zum einen ein Arduino Nano mit einem kleinen Leistungstransistor. Der Transistor wird mit einem Byte angesprochen, nämlich 0 bis 255 Digit. Und diese minimale Helligkeitsstufe entspricht einem Wert von 102 Digit und das entspricht wiederum einem Strom von 0,5 Ampere. Hier kann man es nochmal schön sehen. Und das gleiche wiederhole ich mit der maximalen Helligkeit. Hier fließen 1,1 Ampere und das entspricht einem Digitwert von 230. Hier kann man das Ganze nochmal in Live sehen, wie das Ganze nochmal schön aufdimmt und wieder abdimmt. Der letzte Funktionstest. Man drückt den Schalter, der Controller braucht etwa eine Sekunde, um hochzufahren und dann beginnen die LEDs anzuleuchten. Und nachdem das Ganze verbaut wurde, kommt die Backplate drauf und dann ist es eigentlich auch schon fertig. So sieht übrigens das Programm aus. Es ist an Siemens S7 angelehnt und stammt aus Russland. Ein Compiler erstellt mir dann einen Code in C. Kommen wir nun zum Härtetest. Ich nehme das Brett von der Ladestation. Die LEDs springen automatisch an. Wir können sehen, 17.38 Uhr. Und jetzt testen wir, wie lange der Akku hält. Los geht's. Natürlich wieder ein Zeitraffer. Wir wollen das Video nicht unnötig in die Länge ziehen. Und wie wir hier sehen können, hält der Akku etwas über 3 Stunden. Ja, das Brett ist fertig. Ich bin sehr zufrieden. Es gibt noch ein kleines Geschenk dazu. Und dann geht es auch schon auf die Reise. Ich wünsche wirklich viel Spaß damit. Wir sind am Ende. Ich muss sagen, das Projekt hat irre viel Spaß gemacht. Besonders mit diesem Controller und dem Pulsieren macht das echt was her. Also ich hoffe dem Kunde, und ich bin mir sicher, das wird dem Kunde sehr gefallen. Und sage bis zum nächsten Video. Ciao.